Die Tora schreibt uns Parashat Kedoshim. Kedoshim tiyu ki kadosh ani, seid heilig, denn ich bin heilig. Und die 10 Gebote, die wir am Berg Sinai bekommen haben, die wurden wiederholt wieder in dieser Parasha. Wir haben die 10 Gebote bekommen am Berg Sinai. Und da in dieser Parasha, Parasha Kedoshim, wurden die 10 Gebote, die wurden wiederholt. Das war Berkel, wo Moshe alle versammelt hat, da wurden die 10 Gebote wieder wiederholt in dieser Parasha. Warum? Denn Rashi sagt, Kirov Gufe Torah Klulimba, denn die Mehrheit von den Fundamenten der Torah sind dort drinnen, in dieser Parasha. Deswegen hat in dieser Parasha hat Moshe Rabbeinu wiederholt wieder die 10 Gebote. Die Frage stellt sich, warum muss man die 10 Gebote wiederholen? Wir haben das einmal gehört. Wenn jemand das sich gut merken will, soll er das zweimal lesen. Dasselbe, warum wiederholt, werden diese 10 Gebote wiederholt, nur mit anderen Sätzen und anderen Wörtern. Werden wir heute noch bei Bezrat Hashem lernen. Dann, es gibt hier diese Mitzvah, Kedoshim Tiyu, seid heilig. Es ist eine von den 3 Mitzvot, die als Befehl kommen, aber die nicht in den 613 Geboten niedergeschrieben sind. Das heißt, es ist ein Gebot, das man tun soll, aber es wird nicht als Mitzvah aufgelistet. Es ist eine von den 3. Wir werden es gleich alle 3 sehen. Also diese erste Mitzvah, Kedoshim Tiyu, seid heilig, sie ist nicht aufgelistet. Zweite Mitzvah, die auch als Befehl kommt, als Gebot kommt, aber wird nicht in den Geboten aufgelistet, das ist Tamim Tiyeim Hashem Elokecha, sei naiv mit Hashem. Vertraue Hashem, vertraue an Gott. Der Vertrauen an Gott ist ein Gebot. Gott gibt uns da einen Befehl. Tamim Tiyeim Hashem Elokecha, du sollst naiv mit Gott sein und im Vertrauen an ihm glauben. Trotzdem, dieses wichtige Gebot wird nicht aufgelistet in unseren 613 Mitzvot. Und die dritte Mitzvah, die ein Gebot ist und nicht aufgelistet wird, ist Ubacharta Bachaim Leman Tichye. Du sollst, der freie Wille, du sollst das Gute wählen. Wähle das Leben. Du hast zwei Wege vor dir, Leben oder Tod, du sollst wählen das Leben. Ubacharta Bachaim. Wieso diese 3 Mitzvot? Die sind Mitzvot, die sind Gebote, aber die werden nicht als Gebote aufgelistet. Die sind nicht von diesen 613 Mitzvot, die wir machen müssen. Antwort ist, weil diese 3 Gebote, diese 3 Gebote sind eigentlich die 3 fundamentalen Gebote. 3 fundamentale Gebote eigentlich, das sind eigentlich die, kann man sagen, alles ist wichtig, aber es schaut aus, dass das die wichtigsten Gebote sind und die werden nicht aufgelistet. Sondern die Antwort ist, weil diese 3 Gebote sind nicht nur Gebote, sondern es sind Gebote, so wichtig diese Gebote sind, es sind Gebote mit einem Versprechen. Gott verspricht und uns sagt, ich in jedem Gebot, was ich dir aufgelistet habe, ich gebe dir den freien Willen zu entscheiden, ja oder nein. In diesen 3 Geboten, du hast keinen freien Willen. Auch wenn du denkst, du willst anders entscheiden als ich, am Ende, es wird sich alles verdrehen und du wirst sehen, dass am Ende dieses Gebot, ob im Guten oder im Schlechten, du wirst dieses Gebot erfüllen müssen. Das heißt, in diesen 3 Geboten hast du keinen freien Willen. Du musst es tun, ob du willst oder nicht, am Ende wirst du es tun. Und schau mal dir mal diese 3 Gebote eins, was damit gemeint ist. Ubacharta Bachaim, wähle den richtigen, wähle den guten Weg.
Ach, sehr gut. Und du sollst das Leben wählen. Wähle das Gute. Ubacharta bachaim. Der Mensch sagt, nein, ich will nicht. Ich will das Schlechte wählen. Ich will den Tod wählen. Du kannst nicht den Tod wählen. Ob du willst oder nicht, im Guten oder im Schlechten, du wirst leben. Ah, er kann sagen, okay, er bringt sich um. Kein Problem. Du willst vom Dach runterspringen und du denkst, es ist vorbei. Nein. Gott bringt dich wieder in Gilgul zurück. Deine fehlenden Jahre, die wirst du leben müssen. Du hast keinen freien Willen bei Ubacharta Bachaim. Beim Wählen des Lebens gibt es keinen freien Willen. Du bist ohne deinen Willen, musst du leben. Du willst nicht, springst vom Dach, machst irgendwas, kommst wieder zurück. Das heißt, es ist nicht nur ein Gebot, sondern ein Versprechen, du wirst leben. Du wirst das Leben wählen müssen. Zweiter Mitzwa, Tamim Tehim Hashem Elokecha, der Vertrauen an Gott. Gott sagt, du vertraust mir nicht. Ja, du glaubst, du machst es besser. Am Ende, ich verspreche dir, du wirst sehen, das, was ich machen will, am Ende wird geschehen. Wie Ramban sagt, Akzera Emet Vacharitzut Sheker. Gottes Entscheidung, das ist fix. Und deine Mühe ist nicht fix. Nicht nur das. Deine Mühe, sie kann sogar manchmal dich näher bringen zu dem, was Gott entschieden hat. Gott hat etwas entschieden. Deine Mühe wird ihm nur helfen, zu dem zu kommen, zu dem, was du wolltest. Und wir haben über bei den Shurim viele, viele schöne Beispiele gegeben. Paro, Kola ben Nairoda Erota Schlichu, jedes Kind, Junge, der kommt, in den Nilus schmeißen. Ja? Was hat am Ende damit erreicht? Seine eigene Tochter hat genommen Moshe, den Erlöser, von dem er wollte ihm loswerden. Er selber in seinem Haus wird ihm groß erziehen, durch seine Mühe, die er geben wollte. Schwatin, die Geschwister von, die Kinder von Jakob Avinu. Ja? Sie wollten Josef loswerden. Ah, komm, schmeißen wir in die Grube. Wenn ihr immer Juchalomotav, schauen wir dann, was mit deinen Träumen geschehen wird. Genau das, was ihr gemacht habt, hat ihm nur geholfen. Weil am Ende, er wurde verkauft bis nach Ägypten. In Ägypten wurde nachher, bis er zum König wurde. Das heißt, der Vertrauen an Gott, im Endeffekt, ob du willst oder nicht, es ist nicht nur ein Gebot, sondern ein Versprechen, es wird dazu kommen. Und das dritte, Gdoshim Tiu, seid heilig. Seid heilig. Ai. Der Pasuk sagt, Vitem li Gdoshim ki Kadosh ani Hashem. Seid mir heilig, denn ich bin heilig, euer Ewiger. Vavdil etchem min kol amim liot li. Ich werde euch trennen von allen Völkern, dass ihr meine seid, sagt der Midrash. Ich werde euch trennen von allen Völkern, dass ihr meine seid. Absondern, ihr seid was Besonderes. Von allen Völkern, dass ihr meine seid. Ihr seid mein auserwähltes Volk. Was sagt der Midrash? Muvdalim im atem muvdalim inamim. Wenn ihr abgesondert, getrennt seid von den Völkern, dann seid ihr für meinen Namen, dann seid ihr für mich, dann seid ihr meins. Wem lab? Ihr wollt euch nicht absondern, ihr wollt euch nicht trennen. Atem shel Nebuchadnezzar, Melech Babel, Bachavera. Dann seid ihr in den Händen von Nebuchadnezzar, der König von Babel, und seine Freunde. Das heißt, wenn du selbstständig kommst und dich heiligst, Kdoshim Tiu, heiligen, was bedeutet heiligen? Ja? Der Mann heiligt seine Frau in der Chuppa mit dem Ring. Heilig bedeutet, dass diese Frau jetzt, sie ist abgesondert von allen Männern auf der Welt, ist nur geheiligt für diesen einen Mann. Heilig. Vom Heiligtum Bet HaMikdash. Etwas, was zum Heiligtum geheiligt wurde, darf nur für das Heiligtum verwendet werden und nicht für was anderes. Mekudash, das ist getrennt, abgesondert, geheiligt.
Das heißt, wenn ihr euch selbstständig heiligt, von alleine, okay, wir sind ein Teil des auserwählten Volkes, wir haben dafür unsere bestimmten Gebote und Verbote, die wir einhalten müssen. Unser Benehmen muss anders sein als von den anderen. Aha, okay, du benimmst dich entsprechend, du heiligst dich, du trennst dich von allen anderen und machst das, was ich dir gesagt habe zu tun, dann bist du geheiligt, selbstständig. Wenn nicht, kein Problem. Es ist ein Versprechen, du wirst geheiligt sein müssen. Was heißt das? Ich werde diese Nebuchadnezzar und alle anderen, die euch hassen und euch vernichten wollen, ich werde sie bringen, damit sie euch heiligen. Es gibt einen besonderen Spruch, den ich schon 100 Mal auch gesagt habe. Wenn der Jude kein Kiddusch macht, so macht der Goy eine Havdalah. Wenn der Jude kein Kiddusch macht, Kiddusch heiligt, so macht der Goy nachher die Havdalah. Havdalah, das ist die Trennung zwischen Schabbat und dem profanen Tag. Das heißt, wenn du kein Kiddusch machst, du machst, okay, ich bin auch wie der Fritzi, wie der Franz, ich bin auch wie ein, du willst sein wie alle anderen, du willst nicht sein der Moishi, du willst nicht sein, du willst wie alle anderen sein, kein Problem. Es wird kommen ein Nazi und sagen, du bist ein Jude. Eieieiei, Imach Shemo Veshem Zichro, Hitler. Er hat genommen 6 Millionen Juden und sie umgebracht. Was hat er damit gemacht? Diese 6 Millionen, egal wie sie gelebt haben, den Weg der Tora gegangen, nicht den Weg der Tora gegangen, Schicksal geheiratet, keine, gegessen, was sie, egal. Was hat er damit gemacht? Jeder Einzelne, der gestorben ist, wie nennen wir sie? Kdoshim. Heilige, die Heilige, jeder Jude, der ermordet wird, weil er ein Jude ist, Metal Kiddush Hashem, er ist sofort ein Heiliger. Das heißt, Gott verspricht und sagt, du willst nicht im Guten heilig sein, du willst dich nicht im Guten trennen und meinen Weg gehen, kein Problem. Es ist ein Versprechen, einer von diesen drei Mitzvot, wo ich, es geht nicht, du musst heilig sein. Im Guten, kein Problem, nicht im Guten. Chas v'Shalom, kann so ein Hitler kommen. Oder diese Hamas nicht im Machsheman v'Zichram. Und dann, jeder, der stirbt, Chas v'Shalom, lo yavo v'lo yeh, er wird genannt ein Heiliger. Also die kommen sofort ohne himmlischen Gericht, die kommen sofort ins Paradies, die sind heilig. Weil Gott sagt, ich habe euch alle, egal wie euch benimmt, Israel, afalpi shechata Israelu, sein drin, Seite 44, Israel, ein Jude, der, auch wenn er gesündigt hat, er bleibt ein Jude. Du kannst dich nicht von Judentum abweichen. Du bist der Sohn Gottes. Auch wenn du gesündigt hast. Und egal wie du gesündigt hast. Du bist der Sohn, aber du willst nicht im Guten zum richtigen Weg gehen. Sag, kein Problem. Heilig musst du sein. Es geht nicht anders. Du musst heilig sein. Du willst nicht. Es ist ein Versprechen, du musst heilig sein, dann werden kommen diese Mach Sheman Bezichram und Chas V'Shalom. Dann wirst du sowieso am Ende wirst du sowieso heilig, ob du willst oder nicht. Das heißt, alle diese Idioten, die gehen und demonstrieren für Palästina, für was machen sie das? Nicht für Palästina. Die machen das nur, weil sie Juden hassen, Punkt. Es gibt keinen anderen Grund. Und eigentlich dieselbe verstehen nicht, was sie sagen. Die selber wissen nicht, warum sie gehen. From the river to the sea, pipa, pipa, alles ein Blödsinn. Ich denke mir, ich sehe bei den Nachrichten manchmal, wie viele Leute gehen demonstrieren. Ich denke mir, Moment, haben so viele Leute den Verstand wirklich so verloren? Habt ihr vergessen, wer wirklich das Opfer ist? Und wer das Ganze überhaupt angestiftet hat? Das ist eigentlich das Ziel von denen. Was war? Die ganze Welt aufmerksam zu machen, schaut, wir wollen hier unser, und manche Regierungen, die schenken noch Geschenke dafür. Das heißt, okay, Beseder, ja, ihr habt zwar am 7. Oktober etwas Grausliches gemacht, aber wir unterstützen euch. Anstatt die wirklichen
Opfer zu unterstützen, um die wirklichen Mörder zu richten, zu verurteilen. Aber das ist, die sind nicht schuld, die haben nicht den Kopf verloren. Akadosh Baruch Hu nimmt sie als Marionetten und sagt, Moment, meine Kinder, die müssen heilig werden. Eine Party, mit wie viele tausend Leute war dort am 7. Oktober? Und mit einem Götzen mittendrin zu Simchat Torah. Aber ihr seid doch, ihr müsst heilig sein. Kein Problem, sagt Hashem. Tut mir leid, aber ihr müsst im Endeffekt, das Ziel ist, dass ihr heilig seid. Alle sind jetzt heilig. Alle, die Metu al Kiddush Hashem, die sind gestorben, alle, nur weil sie Juden waren. Oiwe, Kdoshim Tiu, seid heilig. Seid heilig, das heißt, seid abgesondert. Aber es gibt noch etwas, was uns unsere Weisen lehren. Was bedeutet Kdoshim Tiu, seid heilig? Und jetzt fangen wir an mit dem Shiur. Kdoshim Tiu, seid heilig. Akliyakar erklärt, er bringt den Midrash, dass der Mensch soll nicht sein, Naval Birshuta Torah. Ui, Gewalt. Anschnall nicht runterfallen vom Sessel. Soll nicht sein, Naval Birshuta Torah. Manchmal kann sein, der Mensch, er hat nichts, kein Gebot gebrochen. Alles laut dem Gesetz. Aber manchmal, du kannst laut dem Gesetz alles machen, aber so hinterhältig und so mit verschiedenen, dass man denkt, Moment, da fehlt was. Das ist nicht menschlich, was du machst. Das hat Gott nicht gemeint, als er gesagt hat, dass das erlaubt ist. Und dass man das machen darf. Sagt der Kliyakar, Kadesh atzmecha bamutar lach, obwohl die Torah uns erlaubt, koscheres Fleisch zu essen, koscheren Wein zu trinken, Frauen zu heiraten, ist erlaubt. Aber auch da, bei der erlaubten Sache, übertreibe nicht damit. Jemand hat mich gefragt, wo der Rab, finden Sie mir bitte irgendeine Quelle, wo ist verboten, Gras zu rauchen? Und er zitiert mir eine andere Quelle. Kach lecha samim natafu shchele von Bepitum Akdor. Ich habe gesagt, alles was ungesund ist. Nein, aber das ist Cannabis Refuge, das sind, wie heißt das? Für Gesundheitszwecke. Medizinische Cannabis. Du nimmst medizinische Cannabis. Du nimmst komm ein bisschen. Steht nicht geschrieben. Muss doch nicht geschrieben sein. Aber was stellst du dir vor? Gott hat dir gegeben einen menschlichen Verstand. Dem einen mehr, den anderen weniger, aber jedem die paar Gramm Verstand, die jeder hat. Und damit bist du besser als jedes andere Viech. Damit bist du die Krönung der Schöpfung. Und jetzt mit dem Verstand, das Gott dir gegeben hat, was machst du? Du nimmst diesen Verstand und schaltest ihn ab. Ich brauche keinen Verstand jetzt. Ich will jetzt high sein. Eieieiei. Das heißt, es muss nicht geschrieben, dass es verboten ist. Aber du musst selber das Gefühl haben, ob das Gott will oder nicht will. Und das lernen wir auch. Und das sagt Kliyakar. Das heißt, wenn wir Wein ist erlaubt, koscheren Wein, Fleisch ist erlaubt, heiraten ist auch Cannabis, weißt du was? Ja, steht nicht geschrieben, dass es verboten ist. Aber auch mit dem, was erlaubt ist, übertreibe damit nicht. Mach es auf eine anständige Art und Weise. Fleisch essen ist aber nicht jeden Tag. Tomahawk Steak jeden Tag, geht nicht. Muss man einmal, ja, der Geschmack muss ein bisschen bleiben. Wein trinken ist gesund, manchmal ein Achtel Wein zu trinken. Aber auch damit übertreibe nicht. Schau, dass du alles in Proportionen hast. Du kannst sogar mehrere Frauen heiraten, dort wo es üblich ist. Auch da übertreibe nicht. Nimm eine Frau, lebe mit ihr bis 120. Und das lernen wir von der Torah, von Ben Sorer Umore. Oi, Ben Sorer Umore, das ist eine Parasha, eine der unverständlichsten Parashot, die es gibt. Und am Ende der Talmud sagt, dass eigentlich so eine Situation nie im Leben war und nie im Leben geben wird. Sondern die Torah sagt, lerne und bekomme dafür eine Belohnung. Was ist Ben Sorer Umore? Jemand, ein Kind, er muss sein
kein Kleinkind, also das heißt über 12,5 Jahre, aber noch nicht Bar Mitzwa, noch nicht 13 Jahre. Zwischen 12,5 und 13 Jahre kein Kind und kein Erwachsener. Noch an der Grenze. Die graue Zone, wie man so schön sagt. Ja? An der Grenze. Und wenn dieses Kind genommen hat, eine Menge Wein getrunken hat, koscheren Wein, eine Menge, bestimmte Menge von Fleisch, koscheren Fleisch gegessen hat, und die Eltern haben ihn gewarnt, mach das nicht, und er hört nicht, die Eltern nehmen dieses Kind zum Bedin, und er wird, laut dem Bedin, wird er gesteinigt. Skila, das ist die schlimmste Todesstrafe, die wir haben. Frag nach Hatam Sofer, ayayayayay, Hatam Sofer. Er sagt, Moment, was hat dieser arme Junge getan? Was ist so schlimm an dieser Sünde? Dass sogar ein Mörder bekommt nicht so eine Strafe. Ein Mörder, der erwischt wird und vom Gericht verurteilt wird, die Strafe von einem Mörder ist Saif. Töten. Ja? Saif. Ja, Saif. Das heißt, es ist die unterste Stufe von den Todesstrafen. Und da Ben Solomon bekommt die schlimmste Todesstrafe. Was ist so schlimm an seiner Sünde? Eieieiei. Sagt der Chatam Sofer, der Talmud, Masechet Sota, am Anfang schreibt uns dort, En Adam Chote, Ela im Ken, Nichnesa Boruach Shtut. Man kann sündigen manchmal. Aber derjenige, der sündigt, ein Avera macht, der, kein Mensch sündigt, sondern nur wenn eine Ruach Shtut, ein, wie sagt man das jetzt auf Deutsch? Dass er kurz irgendwie ein Blödsinn in seinen Kopf reingekommen ist. Ruach Shtut ist plötzlich irgendwie ein dummer Geist ist in seinen Kopf reingekommen. Ruach Shtut. Ein dummer Geist ist in seinen Kopf reingekommen. Ich muss unbedingt das Verbotene essen. Er wird dafür bestraft. Ist verboten, ja. Aber der Mensch sündigt nur dann. Von Natur her, der Mensch ist so gebaut, dass er nicht sündigt. Aber manchmal Ruach Shtut, irgendein Blödsinn in seinen Kopf reingekommen, er hat gesündigt. Sagt der Chatam Sofer, aber nachdem dieser Blödsinn vom Kopf rausgekommen ist, dieser Ruach Shtut sich von ihm entfernt hat, kann er Tshuva machen und alles wieder gut machen. Das ist bei jemandem, der sündigt, sagt der Chatam Sofer. Sogar bei Mörder. Aber bei Ben Sorer Umore, bei diesem einen Kind, er hat nicht gesündigt. Das heißt, er hat keine Ruach Shtut, nicht diesen Blödsinn in den Kopf reingekommen, sondern er hat eine falsche Einstellung vom ganzen Judentum. Ja, Fleisch essen, Wein trinken und damit sein ganzes Leben zu vergehen, das ist nicht das, was Gott von dir will. Nicht nur Juden, von Menschen. Gott will nicht, dass der Mensch sein ganzes Leben lang einfach so wegstreicht, nur mit diesen Sachen. Und das heißt, er hat eine falsche Einstellung von dem Leben. Und deswegen, da hat er nichts verloren. Weg mit ihm und mit der schlimmsten Strafe. Jetzt, wir haben derjenige, der die Gebote erfüllt. Die Gebote erfüllt, die wir erfüllen müssen. Dann, aber nicht darauf achtet, heilig zu sein. Das heißt, sogar von den erlaubten Sachen sich zu distanzieren, fernzuhalten. Das Es beweist nicht, es kann sein, dass er alles einhaltet, nur um keine Strafe zu bekommen. Aber es beweist nicht, dass er das tut, weil er Gott liebt. Das heißt, ich halte alle Gebote ein. Gehe mit Kippa auf der Straße, habe meinen Omerbart und esse nur Koscher, stille nicht, mache nichts. Es muss nicht unbedingt beweisen, dass ich das mache, weil ich Gott liebe. Es kann sein, dass ich es mache, aus Angst, keine Strafe zu bekommen. Er sagt Gott, das ist nicht mein Ziel. Ich habe euch die Gebote gegeben. Aber ich sage euch noch zusätzlich, Kdoshim Tiyu, ich wiederhole die 10 Gebote noch einmal. Warum? Weil ich will, dass du die Gebote nicht nur erfüllst, weil du es erfüllen musst, um keine Strafe zu bekommen. Ich will, dass du die Gebote erfüllst, weil du deinen Vater liebst. Weil du willst, dass dein Vater glücklich mit dir ist. So wie ein Kind. Wenn er alles macht, was sein Vater sagt, es beweist doch nicht, dass er seinen Vater liebt.
Aber wenn du siehst, dass das Kind macht etwas, was der Vater ihm nicht gebeten hat, und das Kind weiß, wenn ich das jetzt machen werde, mein Vater wird damit glücklich sein, und das Kind macht das, das zeigt, dass das Kind, dass den Vater liebt. Das ist, was der Talmud sagt. Baba Batra, Seite 10. Bezman she'atem osim rezono shel makom, atem kruim banim. Am Israel wird genannt, Kind, Söhne von Hashem. Sagt der Talmud, wenn ihr den Willen Gottes erfüllt, dann werdet ihr Söhne genannt. Und bezman she'enatem osim rezono shel makom, wenn ihr den Willen Gottes nicht erfüllt, dann werdet ihr Knechte genannt. Das heißt, wir werden einmal genannt Söhne und einmal genannt Knechte. Erklärt der Talmud, wenn wir Gottes Willen erfüllen, dann werden wir seine Söhne genannt, seine Kinder genannt. Aber wenn wir seinen Willen nicht erfüllen, so werden wir Knechte genannt. Und da stellt sich die Frage, es gibt einen König und man erfüllt nicht das, was er gesagt hat. Das heißt, du wirst nicht sein Kind genannt, sondern dein Knecht. Du bist jemand, der rebelliert, ist des Todes schuldig, wenn jemand den Willen, wenn der König etwas gesagt hat und du brichst sein Wort, dann ist man des Todes schuldig. Ist nicht, dass er plötzlich, okay, du bist nicht der Sohn, du bist nur der Knecht. Sondern genau, was steht da geschrieben? Es steht nicht geschrieben, wenn sie nicht die Gebote Gottes einhalten, wenn sie nicht seine Verpflichtungen einhalten, sondern wenn sie nicht den Willen Gottes erfüllen. Das heißt, wenn ihr den Willen Gottes erfüllt, dann heißt ihr Söhne. Den Willen, du weißt, was Hashem will. Und das machst du. Aber wenn ihr seinen Willen nicht erfüllt, du machst zwar die Gebote, aber den Willen erfüllst du nicht, dann bist du nicht ein, dann bist du nur ein Knecht. Dann bist du nicht ein Sohn. Als Beispiel, wenn jemand isst jetzt, du siehst in einem Supermarkt. Supermarkt, Erev Pesach. Vor Pesach, Stress. Der ganze Supermarkt ist voll, Leute, alle kaufen ein. Und es gibt dort in der Galerie oben im zweiten Stock gibt es ein kleines Büro und dort sitzt ein Buchhalter und macht alle Berechnungen. Und dieser Buchhalter, er sieht viele Leute, viel Stress, er lässt seine ganze Buchhaltung auf den Tisch und geht runter, um mitzuhelfen an der Kasse, hin, was brauchst du, Mazot, dort, brauchst du das? Daneben gibt es noch einen Supermarkt, selbe Situation, trotz dem ganzen Stress, trotz dem ganzen Balagan, der Buchhalter sitzt weiter oben und chillt und eine Zigarette im Mund und langsam und hin und her, da und dort, arbeitet ohne. Was ist der Unterschied? Wieso dort beim einen Supermarkt, der eine Buchhalter ist runtergegangen, um mitzuhelfen, und beim anderen Supermarkt, er ist geblieben dort und chillt weiter. Beim ersten Supermarkt, der Buchhalter, das war der Sohn vom Chef. Das ist von seinem Vater das Geschäft. Er geht und er will seinem Vater helfen. Beim zweiten Supermarkt, das war nur ein normaler Arbeiter. Er muss ihm nicht helfen. Was ich nicht muss, das mache ich. Kann er kommen und sagen, ey, warum hilfst du nicht? Nein, er macht nur seinen Job. Und deswegen, ob du jetzt bist der Sohn oder nur ein Arbeiter, hängt von deinem Verhalten ab. Wenn du machst nur das, was du machen musst, sagt Hashem, kein Problem, keine Strafe. Aber du wirst nur als Knecht betrachtet. Aber wenn du machst das, was ich will, dann wirst du als Sohn betrachtet. Gott sagt uns, Vavdiletchem mikol ha'amim liyot li. Gott sagt, ich werde euch trennen von allen Völkern, damit ihr meine seid. Was ist meine li? Es gibt noch irgendwo das Wort li. Kennst du das doch? In einer Hochzeit. Hareat mekudeshet li. Du wirst mir geheiligt, sagt der Bräutigam, was wir vorher gesagt haben. Und deswegen Gott sagt, so wie bei einer Hochzeit will ich, dass ihr für mich getrennt seid. Wir haben gefragt, warum müssen die 10 Gebote noch ein zweites Mal wiederholt werden? Aufgepasst, ist ein bisschen kompliziert, aber ihr habt einen guten Kopf, ich verlasse mich auf euch. Am Berg Sinai, wo wir die Tora bekommen haben, die 10 Gebote, wie haben wir die 10 Gebote bekommen? Kafale Marke Gigit. Gott hat genommen, erhoben den Berg über sie gehalten und gesagt, wenn ihr die Tora bekommt, super gut. Wenn nicht, dort werdet ihr begraben. Das heißt, wir haben die 10 Gebote bekommen. Aus Liebe oder aus Angst?
Aus Angst. Dass wir keine Strafe bekommen, dass wir uns nicht... Das war Kafale Marke gegeben. Sagt Hashem, das genügt nicht. Ich muss die 10 Gebote noch ein zweites Mal wiederholen in Parashat Kedoshim, um euch zu sagen, ich will, dass ihr auch die Gebote aus Liebe erfüllt, nicht aus Angst. Und jetzt einige kleine Unterschiede, einen Unterschied, den werden wir jetzt machen, um zu sehen, mit diesem Unterschied wunderbar. In den 10 Geboten, wir haben in den meisten Synagogen hinten gibt es die zwei Tafeln, ja. Wie wir sehen, auf der rechten Tafel sind dort alle Gebote zwischen Mensch und Gott. Ich bin Gott ein Ewiger, Elokecha, Lotisa, ja. Dann am Ende, auf der rechten Seite, du sollst deinen Vater, deine Mutter ehren. Shamoret Yom HaShabbat Lekadesho, hüte den Schabbat und du sollst deinen Vater, Mutter ehren. Rechte Seite, zwischen Mensch und Gott. Linke Seite, zwischen Mensch und Mensch, Lotirzach, Lotignov, Lotinav, was man nicht machen darf, auf der linken Seite. Vater und Mutter ehren ist ja doch etwas Zwischenmenschliches. Nicht zwischen Mensch und Gott. Nein, sondern, sagt uns der Talmud, Hukash kvod avvaem lekvod amakom. Die Ehre von Vater und Mutter wird verglichen mit der Ehre Gottes. Das heißt, wenn du deine Eltern ehrst, dann indirekt ehrst du auch deinen Vater, auch Gott. Denn warum ehrst du deine Eltern? Ich ehre meine Eltern, weil meine Eltern, sie verknüpfen mich mit der vorigen Generation. Und sie sind verknüpft mit der vorigen Generation. Und sie verknüpft mit der vorigen Generation. Bis am Ende diese Verknüpfung geht, bis wohin? Bis Hashem, bis Gott. Das heißt, wenn du deine Eltern ehrst, dann indirekt, du ehrst sie, weil sie mit der vorigen Generation verknüpft sind. Und die mit der vorigen, indirekt ehrst du auch Hashem damit. Wird erzählt über Rabbi Yaakov Kamenitzki. Er ist einmal mit seinem Sohn geflogen im Flugzeug. Er selber war 90 Jahre alt, sein Sohn war 70 Jahre alt. Beide zwei alte, Vater und Sohn, fliegen am Flugzeug. 70-jähriger Sohn kommt und bedient seinen Vater. Tate, du siehst mir schön, gib da zum Trinken, Essen, hier, da, dort, da, da. Daneben ist gesessen einer, nicht fromm, er sieht, ein Alter, er bedient einen anderen Älteren, sagt er, wer seid ihr da, was? Sagt er, ja, das ist mein Sohn, das ist dein Sohn, mit 70 Jahren, und er bedient dich. Sagt er, Kola Kavod, ich muss dir sagen, Chabales Mann, das ist ein Beweis, dass wir Säkuläre versagt haben. Wenn man sieht, so eine, wie das Kind seinen Vater ehrt, wir haben versagt. Sagt aber, nein, nein, es ist logisch zu verstehen, warum mein Sohn mich bedient, aber bei dir, du bedienst deinen Sohn, nicht dein Sohn dich. Warum? Weil ich weiß, der heilige Punkt war bei uns Mamad Har Sinai. Und ich ehre meinen Vater, weil er einen Schritt näher war zu Har Sinai. Und er ehrt seinen Vater, weil er noch einen Schritt näher war zu Har Sinai. Das heißt, je näher man zu Har Sinai ist, zum Erhalt der Tora, dann ist man heiliger, ist man besser, ist man näher dran zum Heiligtum. Deswegen muss ich die vorige Generation ehren. Aber bei dir, du glaubst dir daran, dass dein Vorfahre war ein Affe. Und das heißt, bei dir, je entfernter du vom Affen bist, dann muss man ihn ehren. Deswegen musst du deinen Sohn ehren. Ja. Das heißt, du ehrst deinen Vater, wieso? Weil dein Vater, er verbindet dich mit der vorigen Generation. Eieieiei. Jetzt, aufgepasst. Vater und Mutter ehren, was haben wir gesagt, das verbindet dich mit Hashem. Schabbat wiederum ist etwas, was Hashem mit uns verbindet. Noch einmal. Vater, Mutter, Ehre verbindet uns mit Hashem. Das heißt, von unten nach oben. Und Schabbat verbindet Hashem mit uns. Deswegen, es gibt bei den 10 Geboten, steht zuerst geschrieben Schabbat und dann steht geschrieben Vater und Mutter Ehre.
in der Parasha Kedoshim steht geschrieben, Ish imo ve aviv tirau, man soll Vater und Mutter ehren, ve et shabbatotai tishmoru, und die Shabbatot sollt sie einhalten. Umgekehrt, das heißt, steht zuerst geschrieben, Vater und Mutter ehren, und dann steht geschrieben, Shabbat halten. Wieso das Ganze? Das hat jetzt damit zu tun. Zusätzlich zu dem, steht geschrieben, und meine Shabbatot, in Plural, Mehrzahl. Shabbat wäre mir ein Shabbat. Warum? In dieser Parasha steht geschrieben, zwei Shabbat. Shabbatotai. Der Talmud, Shabbat, Seite 69b, bringt eine Diskussion, eine halachische Diskussion. Wenn jemand irgendwo in der Wüste, im Wald sich verlaufen hat und er steht auf, er weiß jetzt nicht, wo er ist, welcher Tag jetzt ist, was soll er jetzt machen? Vielleicht ist irgendwann einmal Shabbat. So, sagt eine Meinung, sagt, er zählt sechs Tage, egal welcher Tag jetzt ist, egal wann er rausgefahren ist. Von heute zählt er sechs Tage und dann am siebten Tag haltet er Shabbat ein. Ein anderer Rabbiner sagt, er haltet heute Shabbat ein und zählt er nach sechs Tagen. Ja? Verstanden? Das heißt, Rabbiner Nummer 1 sagt, er zählt sechs Tage und dann haltet er Shabbat ein. Der zweite Rabbiner sagt, er haltet Shabbat und erst dann zählt er sechs Tage. Die erste Meinung sagt, dass Hashem den Shabbat heiligt. Und deswegen, ich muss zuerst sechs Tage zählen und dann den Shabbat einhalten. Und der erste Tag ist Shabbat, ja? Das heißt, die erste Meinung sagt, dass Hashem den Shabbat heiligt, das heißt, heute ist der Shabbat und nachdem heute der Shabbat ist, jetzt sechs Tage lang bekomme ich von der Kraft von dem Shabbat, bekomme ich jetzt diese Heiligkeit. Die zweite Meinung sagt umgekehrt, ja, dass man zuerst sechs Tage zählt und nachher den Shabbat hält. Das heißt, ich muss zuerst die Heiligkeit erarbeiten, für den Shabbat arbeiten und nachher entsprechend der Vorbereitung für den Shabbat bekomme ich dementsprechend die Heiligkeit. Deswegen am Berg Sinai, Ma'amad Ar-Sinai, Kafale Marki Gigit. Das heißt, wir wurden bedroht, um die Tora zu bekommen. Das heißt, von oben ist schon die Verbindung gekommen. Wir brauchten nicht mehr die Verbindung von oben zu uns, sondern wir mussten jetzt nur noch die Verbindung von unten nach oben machen. Ja? Das heißt, dass zuerst einmal wir durch den Shabbat geheiligt werden und nachher von unten nach oben uns mit Gott verbinden. Und bei Parashat Kedoshim, da steht geschrieben, dass aus Liebe. Das heißt, es muss so sein, dass wir uns zuerst aus Liebe mit Gott uns verbinden und nachher kommt nachher die Heiligkeit zu uns runter. Ja? Das heißt, Gott sagt, es gibt zwei Arten von Shabbat. Die erste Art von Shabbat, das heißt, du bekommst die Heiligkeit von oben nach unten und durch diese Heiligkeit, die du von oben bekommen hast vom Shabbat, die erarbeitest du nachher für alle sechs Tage. Die zweite Meinung sagt, nein, ich bekomme die Heiligkeit vom Shabbat und nachdem ich die Heiligkeit vom Shabbat bekommen habe, mit dieser Kraft habe ich nachher Kraft für die sechs Tage zu erarbeiten. Jetzt, nach dem Holocaust und nach dem 7. Oktober, wir sind eigentlich jetzt diejenigen, die dieses Gdoshim Tiu, seid heilig, vervollständigen. Sie wurden geheiligt von oben. Ja, das heißt, die 6 Millionen Juden, die verstorben sind im Holocaust, die 1500 plus, leider Gottes, ja, die gestorben sind und heilig geworden sind am 7. Oktober, die wurden alle geheiligt von oben. Von oben, Hashem hat gesagt, okay, die Zeit ist gekommen, ihr müsst jetzt heilig werden, deswegen, die wurden von oben geheiligt und wurden heilig.
Jetzt unsere Aufgabe, die Lebendigen, die jetzt leben, die das Ganze mitgehört haben und manche auch sogar mitgesehen haben. Unsere Aufgabe ist es jetzt, das Ganze zu vervollständigen und umgekehrt. Jetzt die Heiligkeit nicht von oben nach unten, sondern die Heiligkeit muss jetzt von unten nach oben kommen. Das heißt, dass wir uns jetzt heiligen. Dadurch, dass wir uns jetzt selbstständig heiligen, dadurch werden wir, Bezrat Hashem, das Ganze vervollständigen. Wo wir erwähnt haben, Ish imo ve'aviv tirau. Du sollst deine Mutter und deinen Vater sollst du tirau, das heißt eine Ehrenfurcht haben. Was heißt eine Ehrenfurcht? Der Talmud Kiddushin, Seite 31, sagt und gibt uns einige Beispiele, wie wir unsere Eltern eine Ehrenfurcht geben müssen. Eins davon ist, Lo ya'amod bimkomo velo yoshev bimkomo. Du darfst nicht an dem Platz von deinem Vater oder deiner Mutter, du darfst nicht dort sitzen oder stehen. Wenn dein Vater hat einen fixen Platz zu Hause, das ist sein Platz. Dort darf das Kind nicht sitzen oder stehen. Oder die Mutter. Fix! Ayayayayayayay. Lo ya'amod bimkomo, steh nicht auf dem Platz deines Vaters. Asfat Emet gibt einen starken Chidush. Lo ya'amod bimkomo, steh nicht auf dem Platz des Vaters. Sei nicht du am Platz von deinem Vater im Himmel. Ja. Manchmal, es gibt Leute, sie denken, sie kontrollieren die ganze Welt. Ah, das muss jetzt so gemacht werden und ich werde das jetzt so machen und anders machen wir. Moment, es gibt im Himmel einen Vater, setz dich nicht auf seinen Sessel. Lass ihm die Welt kontrollieren. Er weiß, was er macht. Und auch wenn es manchmal so aussieht, dass du nicht so, wie du es haben willst. Ja, nicht oft geht es so, wie man will. Das haben wir schon vielleicht tausendmal gesagt. Rabbi Mikabrin sagt, wenn es nicht geht, so wie man will, so muss man wollen, so wie es geht. Ja, muss man tausendmal wiederholen. Wenn es nicht geht, so wie man es will, so muss man wollen, so wie es geht. Es geht nicht, wie ich will. Du musst es wollen. Baruch Hashem, das ist das Beste. Das ist das Beste. Ai. Wir haben ein Pasuk im Tehilim. Jeder kennt das über Lashon Hara. Nezor Leshonecha Mera Usfatecha Medaber Mirma. Was heißt das? Hüte deinen Mund, hüte deine Zunge von Schlechtem. Also rede keine üble Nachrede, kein Lashon Hara. Nezor Leshonecha Mera. Alle kennen diesen Pasuk. Nezor Leshonecha Mera. Rede keine üble Nachrede. Usfatecha Medaber Mirma. Und deine Lippen sollen nicht lügen. Ein Heilmittel, ein starkes Heilmittel, um jeden Leid loszuwerden. Nezor Leshoncha Mera, hüte deine Zunge von dem Schlechten. Wie geht's dir? Ah, schlecht. Mein Leben ist Dreck und so weiter. Vorochum mechaper avon. Und jeder gibt noch ein bisschen Salz und Pfeffer darauf. Du willst nicht, dass es dir schlecht geht. Nezor Leshoncha Mera. Wieso? Usfatecha midaber mirma, weil dadurch wirst du später kommen, dass deine Lippen nicht lügen. Das heißt, wenn du sagst, dass es dir schlecht geht, wenn du sagst, dass du ein armer Typ bist, dass Gott dich verlassen hat, dass Gott dich quält und dass Gott manchmal, ich höre von Leuten, was ist das, ist ein Sadist, warum quält er und so? Sondern, wenn du redest, dass es schlecht ist, dann wird deine Lippen werden nachher nicht lügen. Musfatechem mit der Berin Ra. Das heißt, es wird am Ende so, wie du gesagt hast. Aber wenn du sagst, Baruch Hashem Yom Yom, Mishtabach Shem Olad, alles ist gut, dann wird es am Ende, Gott sagt, okay, er hat gesagt, alles ist gut, dann muss ich es gut machen. Dann wird es am Ende so sein, so wie du es gesprochen hast. Darum ist das, was wir, unsere Aufgabe ist, immer zum Guten zu schauen. Nicht auf den Thron, auf den Sessel von dem Vater zu sitzen. Er weiß, was er macht. Auch wenn es manchmal wehtut. Auch wenn es manchmal unangenehm ist. Hashem weiß, was er macht. Und alles, was er macht, im Endeffekt, macht er zum Guten.